Mein neues Buch »Bin ich, wenn ich nicht mehr bin« beginnt mit einer Frage, über die Sie vielleicht auch schon nachgedacht haben. Kann so etwas wie Gott existieren, angesichts der vielen Schicksalsschläge, mit denen wir fast täglich konfrontiert werden? Ja, behaupte ich, und berufe mich dabei auf Naturwissenschaft, Sterbeforschung und Religion. Ungewöhnlich ist die Kombination, dass ich Physiker bin, an Gott glaube und viele Menschen kenne, die schon einmal klinisch tot waren. Meine Argumentation ist relativ einfach. In der Natur gibt es Regeln, zum Beispiel Naturgesetze. Regeln stellen sich nicht selbst auf. Ihre Quelle nenne ich Gott. In der Natur gibt es aber auch Zufälle. Dass Sie auf der Welt sind, haben Sie der zufälligen Begegnung Ihrer Eltern zu verdanken. Erst Zufall macht das Leben interessant, aber auch lebensgefährlich. So gefährlich, dass unser Leben jederzeit zu Ende sein kann. Und dennoch hat das Leben einen Sinn. Viele Menschen, die dem Tod schon einmal sehr nahe gekommen sind, bezeichnen die Liebe und das Wissen als das Wichtigste im Leben. Es geht also gar nicht darum, möglichst lange oder möglichst komfortabel zu leben. Es geht darum, jeden Augenblick zu fühlen und zu lernen, im Jetzt zu leben. Nicht wir gehen in die Ewigkeit ein, sondern das, was wir jetzt an Liebe und an Wissen erschaffen. Und diese Ewigkeit existiert sogar aus physikalischer Sicht, im Licht. Aus der Perspektive des Lichts schrumpft jede Distanz auf den Wert Null. Das heißt, im Licht ist alles präsent. Mir persönlich ist kein anderes Weltbild bekannt, das die spannende Frage nach dem Sinn des Lebens so schlüssig beantworten kann.